Hi Leute, wie einige von euch wissen, schreibe ich gerade meine Bachelorarbeit und weil ich das prinzipiell nicht zu Hause machen muss, sondern ich dafür auch nach draußen gehen kann, habe ich mich heute entschieden, einfach mal spontan nach Köln zu fahren und das zu vloggen, weil ich schon vor lange nicht mehr gevloggt habe und ja, ich habe einfach mal wieder Lust drauf. Ich wollte ohnehin, glaube ich, noch zu laschen, mir irgendeine Feuchtigkeitscreme fürs Gesicht holen, weil ich jetzt ein neues Medikament habe. Meine Haut ist ziemlich gerötet dadurch. Und ich gehe ins Wellbeing, in das coole, ich glaube inzwischen ganz vegane Restaurant, was es hier gibt, die extrem gesund kochen und extrem lecker. Also begleitet mich auf den Weg. Nur irgendwie hau ich vorher ein Espresso. Okay, ich war jetzt ungefähr so fast 2 Stunden bei Starbucks und habe da meine Bachelorarbeit weitergeschrieben, weil ist mir egal, ob ich das jetzt zu Hause mache oder ob ich das hier mache. Und ich gehe jetzt ins Wellbeing, bin ziemlich gespannt, ob ich dieses Mal einen Tisch bekomme. Das ist nämlich irgendwie immer ziemlich schwierig da, weil die ziemlich beliebt sind. Das war zumindest immer so, als ich in Köln war. Das ist jetzt schon wieder eine Weile her. Dementsprechend bin ich recht gespannt. Ich habe mir auch gerade die eine Feuchtigkeitscreme, die ich über Lush gekauft habe, aufgetragen. Die ist so gut. Das war wieder unfassbar teuer, weil das halt Lush ist. Ich glaube, so ein Pot, das waren jetzt 45 Milliliter, haben irgendwie 20 Euro gekostet oder so. Aber meine Haut ist einfach so extrem wählerisch, dass fast nichts anderes als sowas geht. Und das ist ein bisschen traurig. Also ich würde mir gerne auch so einen Scheiß für 2 Euro aufs Gesicht klatschen können, aber es geht nicht. Yo, ich gehe jetzt essen, nehme euch natürlich auch dahin mit und danach geht's irgendwann nochmal an den Rhein. So, ich bin jetzt auch schon wieder am Hauptbahnhof und fahre wieder zurück nach Essen. Ich hoffe, euch hat mein kleiner Ausflug nach Köln gefallen. Wenn ihr weitere Videos von mir sehen wollt, dann abonniert mich gerne hier. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann!